Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizei für Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe? Verlaine. Bonne chance. Überfälle verstärkt. Und sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheiten. Verzeihung. Gut, ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Exakt. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppen. Nein, ich habe Oberführer Pressler nicht gesehen. Ich auch. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Es würde für eine ordentliche Bratwurst geben. Mann, jetzt habe ich Hunger. Und von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt.